Und ich bin auch der Auffassung, dass die Menschheit nicht unbedingt begreifen kann, vielleicht ist es gar nicht menschenmöglich, was ein nukleares Inferno bedeuten würde. Und ich möchte Ihnen sagen, ich bin manchmal fassungslos, wenn ich heute Fernsehdiskussionen höre, in denen Teilnehmer der Diskussion so einfach über Nuklearkriege sprechen, ohne dass irgendwie vielleicht ein Wort darüber fällt, dass dies eigentlich ein Wahnsinn ist, dass dies unser Vorstellungsvermögen überschreitet, und habe Sorge, dass das in diese Richtung sich weiterentwickelt und dass wir eines Tages nicht mehr wissen, wie das alles denn gekommen ist. Warum muss das sein? Warum lernen wir nicht aus diesen Dingen? Ich bin schon dafür, dass wir Kriegsverbrecher auch vor den Internationalen Strafgerichtshof bringen. Aber dann bitte alle. Alle, die politisch für völkerrechtswidrige Kriege Verantwortung tragen. Sonst, ich sage es noch einmal, werden wir auf dieser Welt keinen Frieden finden. Nur wenn wir eben mit gleichen moralischen Kriterien an alle diese Fragen herangehen, wenn wir beherzigen, und dafür haben viele Staatsmänner plädiert, dass der Grundsatz, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen, zur Grundlage der Politik sein muss, dann werden wir vielleicht den Frieden in dieser Welt ein Stück näher kommen. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist meine letzte Rede im Saarischen Landtag. Ich werde da heute keine Oppositionsrede halten. Ich werde mich auch nicht auseinandersetzen mit Ihren Reden, Frau Ministerin, Herr Kollege, sondern ich werde meine Gedanken zum Krieg vortragen. Sie werden mir das heute nachsehen. Ich habe mich mit diesem Thema 5 Jahrzehnte beschäftigt und will Ihnen daher heute diese Gedanken vortragen. Zum Antrag nur so viel, vieles, was gesagt worden ist. Was im Antrag steht, können wir unterstützen. Was wir nicht unterstützen, ist die Aufrüstung. Deshalb lehnen wir den Antrag ab. Nun zu meinen Gedanken zum Krieg. Wir setzen uns schon in der Schule damit auseinander, wie wir denn zum Krieg uns einstellen sollten und lernten dann vom Dichter Horaz, Dulce et decorumst pro patria mori. Süß und ehrenvoll ist es, für das Vaterland zu sterben. Wir sollten darüber Aufsätze schreiben, wir mussten dazu Stellung nehmen. Und als ich dazu gefragt wurde, erinnerte ich mich an die Geschichte meiner Familie. Mein Onkel, von dem ich den Namen habe, ist 200 Kilometer von Moskau 1941 gefallen. Mein Vater ist im April 1945 von einem US-Soldaten erschossen worden, als er auf dem Weg zu seiner Familie war, kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Bei dieser Familiengeschichte schon war es mir als Schüler nicht möglich, diese These des Horaz anzunehmen, dass es süß und ehrenvoll sei, für das Vaterland zu sterben. Denn den Sinn dieses Sterbens konnte ich mir nicht erschließen. Und ich glaube, bis zum heutigen Tage hat dies Gültigkeit. Sie starben in Hitlers verbrecherischem Angriffskrieg. Was hatte das für einen Sinn? Und wie viele Menschen haben ihr Leben verloren? Wie viele Existenzen wurden zerstört? Wie viele Familien haben darunter gelitten, ich brauche das nicht alles auszuführen. Zum ersten Mal also in der Schule waren wir mit diesem Gedanken konfrontiert. Und Sie wissen, dass auch heute noch an die Vaterlandsliebe und an die Ehre appelliert wird. Jeder muss sich damit auseinandersetzen. Die Frage ist immer, warum und wofür? Was sind die Kriegsziele? Das sind die entscheidenden Fragen. Ich wollte daran erinnern. Auf jeden Fall habe ich auch immer Verständnis gehabt für diejenigen, die solchen Kriegen oder dem Krieg überhaupt verweigert haben. Damals gab es ein berühmtes Lied von Boris Vian, Le Déserteur. Das war ein Lied, das ich in meiner Jugend gerne gehört habe. Es gab einen französischen Innenminister der 4. Republik, der dieses Lied verboten hat während des Algerienkrieges. Sein Name war François Mitterrand. Dennoch blieb ich dabei, dass dieses Lied ein Lied ist, das auf jeden Fall sehr nachdenkenswerte Gedanken äußert. Und ich hatte auch immer eine große Sympathie für Kriegsdienstverweigerer und habe sie auch zum heutigen Tage noch. Und ein Held meiner Jugend, es wird Sie vielleicht überraschen, war ein gewisser Muhammad Ali, der, als er zum Krieg eingezogen wurde, schlicht und einfach gesagt hat, ich gehe da nicht hin. Warum soll ich diese Menschen erschießen? Sie haben mir nichts getan. Sie sehen also, im Vietnamkrieg wurde meine Einstellung zum Krieg geprägt
und welche Verbrechen dort begangen sind, dass chemische Waffen dort eingesetzt worden sind, dass 3 Millionen Menschen umgekommen sind. Ich will nur daran erinnern, eine ganze Generation ging auf die Straße, um gegen diese Form des Krieges zu protestieren. In diesem Zusammenhang mussten wir uns die Frage stellen, wer will eigentlich Krieg? Das ist so eine sehr wichtige Frage, denn ich bin ganz sicher, dass man heute noch ohne jede Einschränkung sagen kann, dass kein sibirischer Bauer mit einem Bauer in der Ukraine Krieg führen will. Warum denn das? Und wir lernten sehr schnell, dass es immer eine Minderheit ist, die Krieg will. Das gilt auch heute noch. Es sind nicht die Völker der Welt, die Krieg wollen. Es ist immer eine Minderheit, die Krieg will. Es gelingt ab und zu über Medien, ich denke etwa an das August-Erlebnis des Ersten Weltkrieges, die Bevölkerung so aufzupuschen, dass die Mehrheit freudig in den Krieg zieht. Und dass selbst die Dichter und Denker den Krieg bejahen, ich erinnere an Thomas Mann beispielsweise oder andere in der damaligen Zeit, die dann nach einiger Zeit etwas ganz anderes erkannten und auch anders geredet haben. Bei dem Nachdenken über diese Frage bin ich dazu gekommen, dass wir auch diese Frage mit Systemen beantworten müssen. Und das ist ja heute hochaktuell und ich muss mich nicht nur auf meine eigenen Überlegungen, auf irgendwelche Säulenheiligen des linken Spektrums berufen. Ich berufe mich und habe das ja schon öfters getan auf den Papst in Rom, Franziskus, der einmal gesagt hat, diese Wirtschaft tötet. Er meinte, unsere Wirtschaftsordnung, unsere Wirtschaftsweise mit diesen Eigentumsstrukturen tötet. Ich halte diese Analyse des Papstes für richtig. Sie müssen mir nicht folgen. Ich trage einfach nur meine Gedanken vor und will auch niemanden hier großartig überzeugen, aber ich will zum Nachdenken anregen. Ich selber beantworte die Frage so, dass wir in der Welt mehr und mehr Systeme des oligarchischen Kapitalismus haben. Also Staaten, in denen eine Minderheit große Vermögen anhäuft und die Politik mehr und mehr prägt. Und dass dieser oligarchischen Kapitalismus zum Kriege notwendigerweise führt. Der große französische Sozialist und Pazifist Jean Jaurès sagte einmal, der Kapitalismus trägt den Krieg in sich, wie die Wolke den Regen. Ich halte diese Analyse nach wie vor für richtig. Ich habe sie oft zitiert in vielen Reden und sie wurde im Grunde genommen nicht widerlegt. Alle Staaten, die von Oligarchen geprägt werden, und das gilt in Ost, aber auch im Westen, führen Kriege. Wir hatten viele völkerrechtswidrige Kriege. Das dürfen wir nicht vergessen. Und ich halte es für richtig, dass wir eben gegen Kriege auch energisch vorgehen. Aber mein Appell an Sie ist wirklich heute an diesem Tage, wir müssen mit gleichem Maßstab überall messen, sonst werden wir niemals Frieden auf der Welt erreichen. Und wenn ich also heute an diese Verbrechen im Krieg in der Ukraine denke und mein Zorn hochkommt, dann denke ich auch, und dann kommt auch Zorn bei mir hoch, etwa an den langjährigen Krieg im Jemen. Und ich kann dann mich nur wundern, dass jetzt darüber nachgedacht wird, etwa nicht von Russland. Und Russland wird Putin überleben. Ich will das nur in Erinnerung rufen. Mit Sicherheit wird Russland Putin überleben und immer noch unser Nachbar sein, dass man jetzt dann von den Golfstaaten Energie beziehen will, die also in diesen verbrecherischen Krieg, bei dem schon über 300.000 Menschen ums Leben gekommen sind, und von dem die UNO sagt, dass die Menschen dort eben unter ganz schlimmen Verhältnissen Millionen leben müssen, dann denke ich an diesen Krieg und frage mich, warum muss das sein? Warum lernen wir nicht aus diesen Dingen? Ich bin schon dafür, dass wir Kriegsverbrecher auch vor den Internationalen Strafgerichtshof bringen. Aber dann bitte alle. Alle, die politisch für völkerrechtswidrige Kriege Verantwortung tragen. Sonst, ich sage es noch einmal, werden wir auf dieser Welt keinen Frieden finden. Nur wenn wir eben mit gleichen moralischen Kriterien an alle diese Fragen herangehen. Wenn wir beherzigen, und dafür haben viele Staatsmänner plädiert, dass der Grundsatz, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen, zur Grundlage der Politik sein muss, dann werden wir vielleicht den Frieden in dieser Welt ein Stück näher kommen. Die zweite These, mit der wir konfrontiert waren in der Schulzeit, war die berühmte These, si vis pacem, parabellum, wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor. Ich bin der Auffassung, dass im Atomzeitalter dieser Grundsatz neu überdacht werden muss. So ohne weiteres ist er nicht mehr richtig. Ich habe jetzt etwas mehr Zeit, als ich ursprünglich vorhatte, könnte das etwas näher aufführen. Ich will einmal wirklich die Frage aufstellen, im Atomzeitalter, Russland ist eine Atommacht, was würde
es geändert haben und daher unsere Ablehnung auch der Aufrüstungsbeschlüsse des Deutschen Bundestages. Was würde es geändert haben, wenn wir doppelt so viele Flugzeuge, doppelt so viele Schiffe und doppelt so viele Panzer oder was auch immer und doppelt so viele Soldaten etwa in Deutschland stationiert hätten, gut ausgerüstet? Was würde es geändert haben? Die bittere Wahrheit ist die, dass Atommächte heute in ihrem Umfeld, denken Sie etwa an Südamerika, denken Sie an Kuba, denken Sie an alle Grenzgebiete, die Sie aufgeführt haben von Russland, glauben, sie hätten Einflusszonen und dass sie in diesen Einflusszonen bestimmen können. Das hat sogar Gründe, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Aber wir leben eben im Zeitalter der atomaren Drohung. Und meine politischen Überlegungen wurden sehr stark geprägt von einem Philosophen, der Günther Anders heißt und dessen Hauptwerk Die Antiquiertheit des Menschen sich nennt. Seine Feststellung, dass die Menschen heute Dinge herstellen, die sie nicht mehr begreifen, von denen sie keine Vorstellung mehr haben, nannte er das brometische Gefälle. Und ich bin auch der Auffassung, dass die Menschheit nicht unbedingt begreifen kann, vielleicht ist es gar nicht menschenmöglich, was ein nukleares Inferno bedeuten würde. Und ich möchte Ihnen sagen, ich bin manchmal fassungslos, wenn ich heute Fernsehdiskussionen höre, in denen Teilnehmer der Diskussion so einfach über Nuklearkriege sprechen, ohne dass irgendwie vielleicht ein Wort darüber fällt, dass dies eigentlich ein Wahnsinn ist, dass dies unser Vorstellungsvermögen überschreitet, und habe Sorge, dass das in diese Richtung sich weiterentwickelt und dass wir eines Tages nicht mehr wissen, wie das alles denn gekommen ist. Denken Sie an die Vorschläge, auch jetzt ganz jüngst, die NATO soll in diesen Krieg eingreifen. Und deswegen möchte ich also sehr deutlich unterstreichen, dass es gut ist, dass der Bundeskanzler sagt, nein, die NATO wird nicht in diesen Krieg eingreifen. Das ist Verantwortung gegenüber dem deutschen Volk, gegenüber Europa, gegenüber der Menschheit, wenn man das überhaupt sagt. Nicht irgendeine Feigheit. Und wenn es Lösungen gibt, dann bin ich der Meinung, dass man den Weg gehen muss, ich sehe keine andere Lösung, wie ihn beispielsweise Otto Schily in einem Aufsatz in der Welt vorgeschlagen hat, dass man der Ukraine eine ähnliche Verfassung gibt wie der Schweiz, mit auch regionalen Autonomievorstellungen und dass diese Neutralität dann von der internationalen Gemeinschaft auch militärisch abgesichert wird. Ich glaube, man muss in diese Richtung gehen, ich sehe keinen anderen Weg. Denn was Sie gesagt haben, Frau Ministerin, soweit, also dann kann ich aus Zeitgründen ja doch eingehen, es ist ja richtig. Es wird nicht so sein, dass da jemand jetzt einfach sich völlig zufrieden gibt, indem er nichts erreicht hat. Ich könnte noch einen weiteren Gedanken vortragen, der vielleicht die große Problematik andeuten kann, über die wir heute reden. Es gab in der Friedensbewegung, an der ich sehr intensiv beteiligt war, den Gedanken der sozialen Verteidigung. Erschrecken Sie bitte nicht. Der Gedanke der sozialen Verteidigung hätte zur Folge gehabt, dass eben die Ukrainer sich nicht militärisch gewehrt hätten, dass sie eben dann unter den Bedingungen des russischen oligarchischen Systems gelebt hätten und dass sich dort eben nicht zerstört worden wären, dass eben nicht viele Leben ausgelöscht worden wären, dass sie dann eben ein weniger an Freiheit natürlich in Kauf genommen hätten, aber den sozialen Widerstand geleistet hätten gegen die Besatzer. Das wurde in der Friedensbewegung intensiv diskutiert. Warum? Weil dieser Teil der Friedensbewegung, der diese Diskussion geführt hat, das menschliche Leben höher gewichtet hat als andere Werte. Ich gebe das nur zu bedenken. Ich weiß, dass es ganz andere Philosophien und ganz andere Haltungen gibt. Ich habe mir auch diese Haltung nicht zu eigen gemacht, aber ich habe mich durchgerungen zu sagen, wenn überhaupt, dann Verteidigungskrieg. Alle anderen Kriege habe ich in meinem Leben immer abgelehnt. Das prometische Gefälle auf jeden Fall bereitet einem Sorgen. Es bereitet einem Sorgen, wenn wir Dinge herstellen, die wir uns nicht mehr vorstellen können, die wir im Grunde genommen auch daher, wie Anders es formuliert hat, moralisch gar nicht mehr erfassen. Mein Thema in der Friedensbewegung waren die Vorwarnzeiten und das ist hochaktuell, das habe ich vorhin angedeutet. Ich habe mich deshalb gegen Pershing 2 in der Bundesrepublik Deutschland gewandt, weil das eine Flugzeit von 10 Minuten war und weil eine Flugzeit von 10 Minuten im Kreml natürlich keine Reaktionszeit mehr gelassen hätte letztendlich. Und deshalb schließe ich aus dem, was ich bisher gesagt habe, dass wir in keinem Fall Raketen an der Grenze von Atommächten stationieren sollten, ob das Kuba ist, ob das etwa die Philippinen sind
ob das jetzt eben auch die russische Grenze ist, die keinerlei Vorwarnzeit mehr lassen. Das ist für mich eine Konsequenz meiner Arbeit der letzten Jahrzehnte. Überlegen Sie sich, wir dürfen keine Systeme ohne Vorwarnzeit an der Grenze von Atommächten installieren. Das ist viel zu riskant, zumal teilweise bei einer digitalen Steuerung irgendwann technische Systeme mal versagen können. Einer der Helden meiner Zeit, die gar nicht bekannt sind, ist ein Oberst Petrov. Dieser Oberst Petrov saß in der Atomzentrale der Sowjetunion und erhielt den Alarm, amerikanische Nuklearraketen sind im Anflug. Er hatte die Anweisung, bei einem solchen Alarm den Knopf zu drücken, und er hat den Knopf nicht gedrückt. Für mich einer der großen Helden unserer Zeit, der die Menschen vielleicht vor einem nuklearen Inferno bewahrt hat. Was uns die jetzige Situation lehrt und auch das, ich sage einmal, das Gebaren der Atommächte, ist doch, dass wir die Atommächte immer wieder drängen müssen, endlich den Atomsperrvertrag zu realisieren, der sie seit Jahrzehnten zur nuklearen Abrüstung verpflichtet. Sie verstoßen seit Jahrzehnten gegen diesen Vertrag und nehmen sich das Recht aus, Sonderrechte in der Welt zu haben und eben ihre Politik aufgrund dieses Vertragsbruchs zu formulieren und zu gestalten. Das gilt für die Atommächte. Und nun ist die Frage, was können wir denn in Europa für Konsequenzen daraus ziehen? Ich werbe hier nur einmal für einen Gedanken, den ich in der letzten Sitzung formuliert habe. Wir brauchen ein selbstständiges Europa. Wir brauchen ein Europa, das eine eigene Politik formuliert. Wir brauchen ein Europa, und ich sage das wirklich mit Leidenschaft, das sich nicht in die Auseinandersetzung der atomaren Supermächte hineinziehen lässt. Das ist meine feste Überzeugung. Das gilt eben für die drei derzeitigen Großmächte USA, Russland, China. Wir dürfen uns nicht hineinziehen lassen. Das war die Grundlage der Politik des Charles de Gaulle. Diese Politik vertritt der heutige französische Präsident Macron. Wenn Sie seine Reden hören, er vertritt sie immer wieder. Wir dürfen uns nicht hineinziehen lassen. Diese Politik hat etwa einer, mit dem ich ja eine Zeit lang Politik zusammengemacht habe, Klaus von Donani, in einem lesenswerten Buch jetzt wieder formuliert. Er hatte letztendlich auch an vielen Gesprächen teilgenommen, die wir mit Willy Brandt geführt hatten, auch zu diesem Thema. Wir dürfen uns nicht hineinziehen lassen, und deshalb plädiere ich hier noch einmal für einen deutsch-französischen Bund. Ich weise darauf hin, also eine gemeinsame Verteidigung von Deutschland und Frankreich, ich weise darauf hin, dass Deutschland und Frankreich zusammen eine weitaus größere Wirtschaftskraft als beispielsweise Russland haben. Ich weise darauf hin, dass Deutschland und Frankreich eine größere Bevölkerung als beispielsweise Russland hat. Und es will mir nicht in den Kopf, dass Deutschland und Frankreich nicht eine Verteidigung aufbauen können, die tragfähig ist und die sich im internationalen Gegeneinander, der miteinander rivalisieren möchte, behaupten könnte. Es ist im Übrigen auch ein Vorschlag, den, ich habe es schon einmal hier erwähnt, Peter Scholl-Latour immer wieder gemacht hat. Der ein oder andere von Ihnen hat ihn vielleicht auch kennengelernt. Ein Mann, der mit diesem Land auch mal etwas zu tun hatte. Wie also kommen wir zum Frieden? Ich glaube, dass wir wirklich auch auf das europäische Erbe zurückgreifen müssen, auf das Erbe unserer Kultur. Wir haben hier hinter mir das Kreuz hängen. Der Kernsatz dieser Religion, auf die wir uns so oft beziehen, heißt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es steht aber in der Bibel etwas anderes noch, was heute dem einen oder anderen überhaupt nicht über die Lippen ginge: Liebet eure Feinde. Die Feindesliebe ist eine solche Provokation, dass der Mensch zunächst sich damit überhaupt nicht vertraut machen kann. Was würde jemandem passieren, der heute in der Talkshow sagen würde: Wir müssen die Russen lieben? Und dennoch, wenn ich sehe, das muss ich einmal sagen, dass russische Künstler ausgeladen werden jetzt, dass sie nicht mehr auftreten können, dann blutet mir das Herz. Ich halte das wirklich für eine unmögliche Vorgehensweise. Und soweit Sie Einfluss darauf haben, würde ich Sie bitten, solchen Tendenzen zu widersprechen. Ich war hier zusammen mit Hermann Ich war
Ich war zusammen mit Hermann Wedekind in Tbilisi. Wir haben die Städtepartnerschaft Tbilisi-Saarbrücken gegründet. Wir haben diese Partnerschaft auf das Saarland ausgeweitet. Es ging in erster Linie nicht nur um die georgische Kultur und Georgien, die ich sehr schätze und liebe und bis immer lieben werde, weil ich wirklich oft dort war und viele Freunde dort gefunden habe. Es ging letztendlich um die Sowjetunion, es ging um den Frieden. Wir wollten durch Städtepartnerschaften, durch Länderpartnerschaften einen Beitrag zum Frieden leisten. Und aus dem politischen Spektrum, dem ich jetzt angehöre, kam der Vorschlag, jetzt müssten wir auch die Städtepartnerschaften beenden. Welch eine Torheit! Wir sollten weitergehen auf dem Weg, der nach dem Kriege uns Frieden in Europa gebracht hat. Und dazu gehört Jugendaustausch, Sportaustausch, kultureller Austausch, Städtepartnerschaften. Trotz alledem, ich will nur einmal sagen, Russland wird Putin überleben. Und ich hatte bei der letzten Debatte schon mal gesagt, für mich ist Moskau eine europäische Stadt, Russland ein europäisches Land. Ohne die russische Kultur kann ich mir die Entwicklung der europäischen Kultur nicht vorstellen. Was wäre die europäische Literatur ohne Dostojewski und Tolstoi? Ich will es einmal sagen, was wäre sie? Was ist alles nicht geschehen? Nun denke ich in diesen Tagen oft an zwei Menschen, die mich geprägt haben. Zunächst an meinen Ziehvater Willy Brandt, der nicht nur gesagt hat, von deutschem Boden soll niemals wieder Krieg ausgehen, das sei die Lehre unserer Geschichte, der gesagt hat, Krieg ist die Ultima Ratio in seiner berühmten Nobelpreisrede, der auch gesagt hat, zusammen mit seinem Freund Egon Bahr, Frieden ist nicht alles. Aber ohne Frieden ist alles nichts. Und daran denke ich, wenn ich die schrecklichen Bilder der Menschen in der Ukraine sehe. Ich denke aber auch, und ich hatte das Glück, ihn kennenzulernen, an Michail Gorbatschow. Ich bin kein Putin-Versteher. Ich habe das vorhin mit dem Oligarchenkapitalismus versucht zu begründen und tue das schon seit vielen Jahren. Aber ich bin ein Gorbatschow-Versteher oder anders gesagt, ich habe eine große Sympathie für diesen Mann. Was muss eigentlich in seinem Kopf, was muss in ihm vorgehen, nachdem sein Traum des europäischen Hauses so zerstört worden ist? Was muss in ihm eigentlich vorgehen? Und ich muss sagen, ich bin der Auffassung, wir haben ihm eigentlich viel zu danken. Wir, die Deutschen, haben ihm viel zu danken, denn es ist so, heute herrscht in der Weltpolitik immer noch die Sprache der Macht. Und wenn er die Truppen nicht zurückgezogen hätte aus der ehemaligen DDR, dann hätten wir noch so viel reden und erzählen können. Er war der Chef einer Atommacht. Wir, die Deutschen, haben Gorbatschow viel zu danken und deshalb dürfen wir, ich sage es noch einmal, die Russen nicht alle Russen zu Feinden erklären, sondern wir müssen darauf hinarbeiten, dass wir wieder zu einem friedlichen Miteinander mit Russland, mit den Menschen dort kommen. Und mir tun nicht nur die Menschen leid, die jetzt unter dem Bombenhagel in der Ukraine eben zu Tode kommen oder eben verletzt werden oder was. Mir tun auch die jungen Leute leid, die Russen, die da in einen Krieg geschickt werden, den sie gar nicht wollten und die ebenfalls ums Leben kommen und gar nicht wissen, wofür sie ihr Leben eigentlich opfern sollen. Die tun mir genauso leid und das sollten wir niemals vergessen. Auf jeden Fall, ich glaube, wir sind alle einig, dass jetzt alles getan werden muss, dass die Waffen schweigen. Jeder Schritt, der dazu führt, ist wichtiger als alles andere, was gesagt und geredet wird. Man muss Prioritäten haben. Es muss jetzt alles getan werden, dass die Waffen schweigen, dass wir zum Waffenstillstand kommen und dass wir zu einem Frieden kommen. Und jeder sollte versuchen, dazu seinen Beitrag zu leisten. So viel meine Gedanken zum Krieg. Das ist meine letzte Rede. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke zunächst einmal dem Personal hier im Landtag, denen, die jetzt arbeiten und denen, die früher gearbeitet haben, die mir auch meine Arbeit hier im Saarischen Landtag ermöglicht haben und sie begleitet haben. Ich danke vielen Kollegen, die mit mir fair zusammengearbeitet haben, quer durch die Fraktionen. Ich erinnere jetzt einfach nur mal ganz willkürlich, ich müsste ja unendlich viele
aufzählen, an Günter Schwarz, den CDU-Fraktionsvorsitzenden, der kürzlich gestorben ist und mit dem ich eine gute, faire Zusammenarbeit hatte. Ich erinnere in diesen Tagen auch stellvertretend für all die vielen, die ich nennen müsste, an meinen Freund Rolf Linzler, der als engagierter Gewerkschafter und sozialer Demokrat auch in diesem Haus gearbeitet hat und versucht hat, seinen Beitrag zur Politik zu leisten. Ihnen, die in der nächsten Legislaturperiode die Stafette weitertragen werden, wünsche ich eine erfolgreiche Arbeit, wünsche ich eine gute Arbeit, ein gutes Gelingen, denn das ist ja das, was im Grunde genommen unsere Arbeit hier ausmacht. Was nützen alle Redensarten, was nützen die vielen Diskussionen, wenn es uns nicht gemeinsam gelingt, für unsere Landsleute hier in diesem Land etwas zu erreichen und ihre Lebensbedingungen zu verbessern. In diesem Sinne, entschuldigen Sie, dass es etwas länger geworden ist, aber ich schließe ab mit einem saarländischen Glück auf.